So. Mapiti möchte uns jetzt was sagen. Ach, ihr unterbrecht mich gerade beim Zocken. Aber ich wollte sagen, dass wir am Mittwoch ein Abo-Treffen am Kudamm machen. Kudamm ist in Berlin, für die, die es nicht wissen. Ja, nervt aber hier. Ja, von 18:30 Uhr bis 20 Uhr, genau. Also kommt drauf an, wie viele Leute kommen. Ja, wir chillen da zu Meckes, ne? Oder? Ja, ja. Zu Meckes. Ja. Sonst haben wir eigentlich nicht viel geplant für heute. Ja, ihr müsst einfach nur ausschauen nach drei gut aussehenden Typen halten. Ja. Sollte nicht allzu schwer sein. Also, ich sehe übertrieben gut aus, Max ziemlich gut und Steven sieht sehr gut aus. Ja, und das Abo-Treffen ist natürlich nicht nur für Vapitis-Fans. Also, falls wirklich irgendeiner von GGC kommen sollte als Fan, ich würde es bezweifeln, obwohl es zwei, drei Leute auch gesagt haben. Darüber würden wir uns natürlich auch freuen und... Ja, GGC. FTW. NWC. Ah, nein. Ja. Ja, okay. Also wir freuen uns auf euch. Ich hoffe, ihr freut euch auf Papiti und vielleicht auch auf uns. Ihr kennt uns ja jetzt auch schon ein bisschen. Und ich zock jetzt weiter. Ja, auf dem schwarzen Bildschirm. Also, haut da rein. Jo Leute, wir sind's wieder in einem neuen Video, Tag 3 mittlerweile. Richtig? Ja. Ja, wir machen uns jetzt ein bisschen Frühstück, hier Brötchen. Guck mal auf die Uhr. Mit ja, Dings. Wir haben alles aufgestanden fast. Wir haben's... 40 nach 17 Uhr. Okay. Echt? Ja. Hä, niemals, Junge. Nein, bist du doch. 20 vor. 20 vor. 20 vor 5. Also ist gar nicht so spät. Und wir wollen eine LAN machen, aber wie fehlt uns einer? Ja, wir wollen zu 6 eine LAN machen. Das ist aber sehr traurig. Was gibt's denn, der Hund abgesagt hat und Mandy sich nicht meldet? Und Game Over und Majority auch nicht. Tja, aber wir werden es schon schaffen. Immerhin, komm unsere Freunde. Wir melden uns später wieder. Ja. Ja, Leute, wir sind wieder da. Das Nightmare hier verzieht sich gerade. Der hat den ganzen Tag nur rumgelegen und ohne Duschen und alles. Jetzt ja, so kennt man ihn. Meine Sachen machen, Freunde. Richtiger Hartz-IVer. Es ist ja eh erst 18 Uhr. 18 Uhr. Ich hab das Gefühl, wir sind erst seit 2 Stunden wach oder so. Ich hab schon die Zähne geputzt. Hast du nicht? Klar, schon 10 Uhr morgens, seit ich wach war. Also, bist und nicht dann ist er wieder eingeschabt. Auf jeden Fall, ja, bereiten wir uns gerade vor auf die Achterlan. Oder Sechserladen, besser gesagt, ne? Weil und zwar, mag niemand. Ja. Die hatten alle Wichtigeres zu tun in ihrem Leben, als mit uns die ganze Nacht zu zocken. Auf jeden Fall bauen wir hier gerade auf. Wir werden, der Mapiti wird mit Snipemare und mir spielen, also Quixo, gegen Funks. Den Sintel Funks und für alle, den kennt wahrscheinlich keiner von euch, den Game Over. GGC Game Over, der spielt schon lange kein Reach mehr, aber ich denke, die anderen beiden werden gut genug sein, um zu carryern, ne? Ja, und ja. Bereits, hab ich dir gesagt, er hätte gegen mich gewonnen, also das ist alles... Er hat den 1-1 gestunken und erlogen, also glaubt dem Typen kein Wort. Das wird noch hochgeladen. Glaubt ihm kein Wort. Er hat Pinkes Handtuch abgesehen. Ja, ziemlich schwul. Naja, bis nachher. Yo, Leute, wir sind wieder hier, euer Quixo mit Vapiti und Snipemare. Und wir haben natürlich drei Gäste heute, ne? Hier der GGC Game Over, der Funks und der Sintel. Ja, wir machen gerade 6er-LAN, genauso. Wie schon angekündigt, ne? Wie ihr seht, hier unser Setup, die Videos, die Fernseher. Ich glaube, ich muss nicht nochmal alles zeigen, das habt ihr schon oft genug in unseren Real-Life-Videos gesehen. Ja. Der Vapiti, der lädt gerade das Video von gestern hoch. Und wir haben ganz schön Fun hier. Über Spaß. Trash-Talk. Ja, ziemlich viel Trash-Talk. Ja. Schon nice gerade. Naja, vielleicht gibt's noch ein Video. Bis dann. Jo, wir sind jetzt im nächsten Game. Kurz ein Video. Wir sehen hier nur kurz Vapiti, wie er minus 7 geht. Und von mir gecarried. Die anderen Runden bin ich total plus gegangen. Ja. Die anderen Runden hab ich immer gecarried. Ja, Alter. Ach so. Ja. Niemanden hast du gecarried. Ja, ohne. Naja, wir konzentrieren uns. Ja, hier kommen jetzt die ganzen Friend-Requests. Ich weiß gar nicht warum, was ihr alle von mir wollt. Ja, Vapiti, weißt du es? Nee, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, wir stürzen uns jetzt ins nächste Game. Bis dann. Ich habe den Titel geschrieben, du hättest Klicks bekommen. Mein Name wird auch drin aufgetaucht. Oh, Vapiti LP. Vapiti bekommt Fame. So wie es sich gehört. Der liebe Finn. Das erkennt ihr gerade nicht, aber hier Quixo so am MW3 spielen auf Geitsch oder so. Und dort haben wir den Finn, der gerade MW2 ein bisschen spielt. Also da hier muss das schon was einiges schief laufen, wenn der COD in der Xbox landet. Woran liegt's? Keine Ahnung.
Finn ist ein COD-Kommentator da. Die Motivation fehlt. Aber die Leitung bockt, wa? Warte, muss ich erst gucken, ob ich jetzt den kille. Weil ihr bist immer so, er killt einen, oh, die Leitung bockt, dann wird er ganz normal getötet und dann, nee, Leitung geht gar nicht und dann, oh, Leitung bockt. Du weißt einfach nicht, was normal getötet ist, was fair getötet. Ja, hab noch keine Ahnung vom Ziel, den will ich auch gar nicht haben. Doch, eigentlich willst du davon Ahnung haben. Bam, ich hab eine Vierer-Serie, Spasten. Bist du ein Biest, ey. Ich weiß. Diese Leitung, Alter, auf Hostels Ding geholt. Ja, auf Hostels nur drei Dukes, wa? Auf Host mach ich locker eine Triple Nuke. Und? Leitung bockt? Hä? Leitung bockt, was meinst du? Nee. Nee. Weiß ich nicht. Nee, weiß er nicht. Also, wir melden uns dann. Bis dann. Könnte auch daran liegen, dass ich auf die übelsten Hohen von Gegner hat, ne? Das stimmt. Du mich verarschen, du kleiner Hurenbock, ne? Na, wie läuft's? Noch nicht vorbei. Bock die Verbindung? Keine Ahnung, ich werde ja nur geneift und so. Hurenbock, Alter. Sag mal, reicht das mal? Macht Spaß? Ich hoffe, bockt. Die Verbindung bockt auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Boah, kann man nicht warten. Eine Threema. Ehrlich? Du kannst ja nicht so gut sein. Mann, boah. Was nehmen wir denn das Bestes Aim, ey. Was soll das? Und da will Rage Quit. Ich kann nur das scheiße ACXT rum. Jetzt hab ich gemerkt, dass ich bin. Kann nur so ein Hurenbock sein, damit rumfahren. Auf Luke ist die doch toll. Weiße Worte. Wer fährt denn damit rum? ACXT ist das Beste, wo gibt. Das macht Spaß, da kannst du mit so einem Auto. Ich würde mir am liebsten, ich mir jetzt noch diese komische Edition holen, diese von Black Ops, sowas ähnliches wie Legendary, wie heißt denn das? Das ist nur für eine komische Maps, die. Ja, das ist hier Boardwalk. Boardwalk. Wo haben sie den Namen? Halo Reach vielleicht? Ich denke nicht. Nee, oder? Kein Heli oben, wenn ich reinkomme. Doch, es muss sein, dass ich den Leuten jetzt zeige, dass ich mal MW3 spiele. Was? Da, ja, ist schon ewig her, dass ich es mal gespielt habe und ich muss wirklich so jeden zweiten, dritten Monat das mal wieder spielen, um zu sehen, wie scheiße es doch ist und dass ich es nicht vermisse und ich mit Halo ganz zufrieden bin. Crysis. Das beste Game, wo es gibt. Yeah. Oh, Crysis. Spielen das überhaupt Leute? Ich habe sogar die Map-Packs und die kann ich einfach nicht spielen, weil niemand sie hat. Weil niemand das verdammte Spiel hat. Crysis ist nice. Skyline alleine, ich wähle. Skyline wird locker gewählt. Guck mal, da gewinnt er wenigstens einmal bei der Wahl. Ja. Crysis 2? Ja, Crysis bockt. Bin ich jetzt auch bei Pro?